Ja, es ist nun natürlich für junge Mönche nach dem Pfad der Erleuchtung zu fragen. Ich werde euch den Weg verraten, doch gehen müsst ihr ihn schon selber. Im Tal der Hügelkriege gibt es mehrere Grüfte. Eine davon wurde auf einem Ort von starker natürlicher Kraft errichtet. Ihr werdet das richtige Grab erkennen, denn es unterscheidet sich von den anderen. Erreicht dieses Hügelgrab und meditiert an der Quelle, um eure Ausbildung zum Initiierten zu vervollständigen. Wir haben jetzt zwar keinen Mönch dabei, wir können die Aufgabe aber trotzdem machen und kriegen dafür sehr gute Erfahrungspunkte. Dann sind wir quasi Initiierte ehrenhalber. Das merken wir uns schon mal, weil zu den Zwergen scheinen wir ja eh zu müssen. Monsterkunde Großmeister, nee. Sechster Sinn, auch nicht so interessant für uns. Axtexperte, auch nicht. Großmeister Schwert, 8000 Gold. Paladin-Klasse kann diesen Fähigkeitsrang nicht erreichen. Ja, das ist richtig. Wir sind eher so auf Streitkolben fixiert. Brunnen. 10 Stärke. Vorübergehend jedenfalls. Okay, das heißt, wir können jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Durch die Goblins durch. Warte mal. Du heil bitte sie. Du heil bitte sie. Ja, ich höre sie jetzt schon schießen. Komm, 1, 2 umbringen. Oh, Geogon ist jetzt schon fast K.O. Heilung, Geogon. Das tut irgendwie weh. Was zur Hölle? So, du stehst da allein auf weiter Flur. Kannst du nicht so viel Schaden machen. Betäuben hat nicht geklappt. Schießen. Schießen. Geogon heilen. Schießen. Rückwärts laufen. Also, nochmal heilen. Ein Goblin weniger auf dem Weg zwischen den Dörfern. Das tut irgendwie weh. Zwei Goblins weniger. Ja, sehr viel zu tun hier. Ich glaube, ich mache mal etwas weiteren Bogen und sammle die Leichen hier noch ein. Unsere gefallenen Kameraden. Dich auch. 2800 Gold. Oh ja, wir werden gleich schön Zauber kaufen gehen können. Also für Lunanera primär, dass sie auch ein wenig mitmischen kann. Und vielleicht auch für unsere Klerikerin, also für Lay. Geogon braucht nicht wirklich irgendwas. Da bräuchst du höchstens einen besseren Bogen. So, Sicherheit, sehr schön. Vielleicht auch gleich nochmal ins Gasthaus. Damit wir es später nicht vergessen und nur mit weniger Ressourcen rausgehen. Also mit weniger Essen. Machen wir es am besten gleich. So. Nur herein. Proviant, Zimmer mieten. Genießt euren Aufenthalt. Haben wir was zu verkaufen? Plattenrüstung. Die würde ich richtig gerne anziehen können. Was können wir verkaufen? Ich weiß nicht, was das ist. Können wir das wirklich brauchen? Nö, kann weg. Guten Tag. Kette kannst du hier nur lernen, keine Platte. Das ist schade. Verkaufen. Zink. Danke, bis dann. Waffen. Guten Tag. Darf ich Nein, helfen? Verkaufen. Zink, zink. Danke. So. Level up hatten wir keins, richtig? Nee, alles noch nicht grün. Ja. Oh, unser Ruf ist inzwischen wieder neutral. Sehr schön. Also haben sich unsere Unstimmigkeiten auf der Smaragdinsel noch nicht rumgesprochen. Das ist sehr gut. Was haben wir hier? Seele. Willkommen in der Gilde der Seele. Oh, Meditation sollte eigentlich auch jeder der Zauberkundigen haben. Mehr Mana und so, aber es ist doch ganz schön teuer. Schicksal, Leben spüren, das ist alles. Ja, also diese dunkleren Bücher hier, die roten, die kann man erst sprechen, wenn man Experte ist. Also so kann man erkennen, welche Stufe ein Zauber ist. Diese grünen sind die ganz normalen, die kann man sprechen, sobald man einen Punkt drin hat. Die hier erst ab Experte und die anderen Bücher sehen dann auch dementsprechend anders aus. Aber nee, wir wollen... Erde war unten. Genau da, dieses Loch im Boden.
Willkommen in der Erdgilde. Zauber. Betäuben, betäuben, verlangsamen. Komm schon. Nein. Kein einziger Angriffszauber. Die wollen uns doch veräppeln. Na gut, dann Luft. Das könnte sie auch noch lernen. Also Runanera. Geist. Wasser. Luft ganz oben auf dem Hügel. Ja, okay. Willkommen in der Luftgilde. Macht Sinn. Lunanera, Luft. Zauber kaufen. Funkenflug, Federfall. Funkenflug. 1068. Na gut, hat sie wenigstens mal einen Angriffszauber. Inventar. Jetzt kenne ich einen neuen Zauber. Und gleich Luftmagie steigern. So. Achso, und Quickzauber festlegen. Das da, was genau machst du denn? Er schafft kleine Blitzkugeln, die ziellos umherhüpfen. Ja, das könnte problematisch werden. Bis sie etwas treffen oder sich auflösen. Da niemand vorhersehen kann, wohin sie hüpfen, ist der Zauber am besten in Räumen anzuwenden, die randvoll sind mit Monstern. Jeder Funke verursacht 2 Schaden plus 1 Punkt pro Fähigkeitswert. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das als Schnellzauber bei ihr festlegen will. Da müsst ihr schon ganz schön nah rangehen an den Gegner. Aber na gut, du bist jetzt Standardzauber. Okay. Schließen. Und jetzt noch großartig irgendwas zu machen. Wir könnten den Edelstein noch verkaufen, ja. Aber weil wir haben nicht mehr so viel Gold. Kann ich euch helfen? Das ging ganz schön schnell weg. Fast 1000. Giftnebel kann weg. So, über 1000. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Für den Zauber wird es noch nicht reichen. Also ja, auf ein neues. Goblins töten. Und hier rechts waren noch Kisten. Die sollten wir uns auch mal unter den Nagel reißen. Wobei ich jetzt, wenn ich Goblins sehe, erstmal nur Angriff-Taste drücken werde. Also nicht die Quick-Zauber. Denn sonst zaubern wir gleich den Funkenflug mit Lunanera und die Funken kommen nicht sehr weit. Dann würden wir die ganze Mana verschwenden. So. Oh. Sind hier Kisten? Nein. Da war es eine Nische weiter. So, ganz viele Goblins. Da müssten wir jetzt näher ran. So. Das ist doch mal gut. Die Funken bleiben sogar liegen. Lasst uns mal einen richtigen Kampf suchen. Jedenfalls eine Weile. Echt keine große Reichweite, der Zauber. Au. Oh. Kommt näher ran. Traut euch. Oh, sie sollte mal heilen. Oh, der ist schön nah dran. Oh. Zoink, zoink. Oh. Ich hoffe mal, wir treffen nicht uns selber irgendwie. Du heil mal dich. Sauber. Aber sie hat halt noch nicht besonders viele Punkte in Luftmagie, deswegen machen wir nicht so viel Schaden. Lachhaft. Au. Aber ich denke mal, jedes bisschen hilft. So, du heilst. 3 Goblin Lords. Au. Du heil ganz schnell, du Lunanera. Komm schon. 2 Goblin Lords. Rückwärtsgang. Oh nein. Hauen. Heilen. Das. Oh. Warum schießt du da einfach durch? Ah ja, viele Funken werden nicht mehr rauskommen bei der Druidin. Du heil mal sie. Heilt mich mal jemand. Ja, gleich. Wir sind jetzt in der Ecke. Hehehe. Zehn. Heilung. Goblin Lord ist nur halbtot. Dau. Ja, warten. Oh, der da hinten flieht? Nee, der kommt nur nicht ran. Toter Goblin, sehr schön. Heilung. So, Lunanera hat keine Mana mehr. Aber sie hat Mana-Trank.
Aha. Ein Schadenspunkt. Willst du mich veräppeln, Weib? Dau. Oh nein. Oh, ja. Gift, du heilst dich. Theoretisch könnte Geroen jetzt auch seinen Zug benutzen, um ihr einen Trank zu geben. Also er ist jetzt noch aktiv. Wenn ich jetzt den Trank nehme und hier reindrücke, das tut irgendwie weh. Fällt Geroen sein Zug. Und da er ja später nicht ganz so wichtig sein wird, können wir ihn genau dafür benutzen. Also einfach nur dem Darm Mana-Träger zu geben. Du heilst bitte den da. Ja, aber jetzt 15 Schaden, das ist nicht zu verachten. Und das sieht echt machbar aus. Das tut irgendwie weh. Oh. Ja, ich habe nichts gesagt. Du heil den. Sehr schön. Also das ist genau die Situation, wo man den Zauber benutzen sollte, denke ich mal. Oh, da sind wieder Goblin Lords. Aber wir könnten jetzt schon einen Ausbruch wagen. Will ich nur gerade gar nicht. Und der ging daneben. Heilung. Sie. Du haust. Zauber. Und gleich müsstest du eigentlich fliehen. Genau. Kommst du nicht weit. Kameraden stehen nämlich im Weg, ne? Ja. Tot. Sehr schön. Hauptgoblin. Ich glaube, ich mache jetzt doch mal einen kleinen Rückzug. Er hat auch kein bisschen panisch geschrien. So, tot. Komm, schön reinlaufen. Oh. Komm, stipp. Wir wollen die ganzen Sachen da einsammeln. Oh. So, kaputt. Nur noch der Goblin Lord lebt. Und ist kaputt. Sehr schön. Gleich schlafen. Oh, da gab's einen Speer. Ich würde gerne helfen. Also manchmal, so ein albernes Ding. Wenn man genug Glück hat, lootet man etwas doppelt. Also eine Leiche. Den kriegt man teilweise auch Gegenstände. So, Kisten. Dich. Das tut irgendwie weh. Autsch. Ups. Ups. Das war nicht so schön. Du, Heilung. Vor allem, weil Kisten auch gerne mal... Oh, ups. Vor allem, weil Kisten gerne mal auch Gegenstände kaputt machen. Also die wir tragen. Da sollten wir vorsichtig sein. So. Dau. Noch eine Falle. Mein Fehler. Und noch eine Plattenrüstung. Ja. Die auch 1000 Gold wert ist. Katalyst kann dahin. Können wir das wirklich brauchen? Kann verkauft werden. Heilung auf sie. 2865 Gold. Aber haben wir noch irgendwas zu kaufen? Erdzauber haben wir keinen gefunden. Luftzauber hat sie jetzt schon einen. Talana. Oh. Und die Expertenstufen. Was haben wir denn da so? Genau, Experte Wassermagie. Experte Erkennen. Experte Bogen. Experte Erdmagie bringt uns noch nicht ganz so viel. Experte Feilschen. Ja, doch. Und wir könnten noch mal zu den klerikalen Schulen hingehen. Wir hatten bisher nur bei einer reingeguckt. Und da war für Lay nicht so wirklich viel. Also gucke ich noch mal ganz kurz hier, ob hier irgendwo die richtigen Händler waren. Du hast gar nichts zu sagen. Du auch nicht wirklich viel. Also, Körper. Willkommen in der Körpergilde. Verletzen. Genau. Verursacht direkten magischen Schaden an dem Opfer. Der Schaden beträgt 8 Punkte plus 1 bis 2. Das ist doch genau, was ich gesucht habe. 1068. Gekauft. Sehr schön. Du, Inventar, lernen. Ein neuer Zauber, perfekt. Ja, das ist das wirklich. Mönch. Händler. Was machst du? Erhöht die Fähigkeit Feilschen aller Charaktere um 4 Punkte. 1% allen Goldes. Das ist gekauft. Denn, das ist ganz schön bedrohlich mit dem blauen leuchtenden Augen, dem fahlen Gesicht.
Denn 4 Punkte bei Feilschen bedeuten, dass alles, was wir jetzt kaufen, auch Skills und Zaubersprüche und was weiß ich, die werden auch alle billiger. Und auch die Heilung, das Wiederbeleben, das Trainieren in den Trainingshallen und so weiter. Also ja, doch, ziemlich praktisch. Luft war mir schon. Wasser. Willkommen in der Gilde des Wassers. Gift neben Eisstrahl. Ja. Wieder einer mehr. C. Du machst 2 plus 1 bis 2. Du machst 1 bis 4 pro. Du bist besser. Alles klar. Kostet es allerdings auch doppelt so viel. Oder damit kann ich leben. Willkommen in der Gilde des Wassers. Sie, also Talana, sollte unbedingt meditieren jetzt lernen, damit sie mehr Mana hat. Willkommen in der Luftgilde. Nur wo lernte man meditieren? Bei den Klerikern? Willkommen in der Gilde des Geistes. Ja, genau da. Sehr schön. Wir würden gerne Meditation steigern. Für mehr Mana. Und einmal Talana heilen, bitte. So, also Talana, neuer Angriffszauber, der mehr Umf hat. Lunanera überhaupt einen Angriffszauber. Du hast ihn schon gelernt, ja. Du hast jetzt auch einen Angriffszauber. Gut. Das heißt, damit dürften wir den Goblins richtig gut auf den Pelz rücken können. Sehr schön. Also, zurück in den Kampf. Schnappen uns nochmal den Dingens hier, die Steinhaut. So, dann wird jetzt abgespeichert und danach schaffen wir es hoffentlich mal, einen Großteil der Goblins hier aufzumischen. Und dann können wir weiter gucken. Also, bis gleich.